Also wir haben 14 Lernpunkte. Im nächsten Level könnten wir nochmal 5 Stärke dazu gewinnen. Ob sich das lohnt oder nicht. Aber wo war Raoul nochmal? Das ist immer die Frage. Ich finde in der Quest den Namen, aber ich weiß nicht mehr, wo die Person ist. Und das ist doof. Ist das hier eigentlich auch jetzt ein Verfluchter? Ja. Oder vielleicht verflucht. Keine Ahnung, wie die hierher kommen, um das zu machen, aber das fragt ja keiner. Haben wir hier in der Höhle schon alles gemacht? Ich weiß, wir waren hier mal. Ich weiß aber nicht, ob wir jemals zurückgekommen sind. Ach, stimmt. Das war das Ding hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Sieht auf jeden Fall cool aus, aber später vielleicht. Soll ich es sagen? Ja, gerne, Akatosh. Je nachdem, welche Gilde du spielst. Ach, ist das so ein Tempelritter-Kack? Also so ein Paladin, nicht Tempelritter. Das ist die Quest der Feuermagier. Oder das? Hier war ich. Da waren die Mindcrawler-Krieger oder was auch immer die Dinger heißen hinter. Genau. Ansonsten war hier nichts. Oh, ich muss gleich mal das Fenster zumachen. Wird kalt hier drin. Kriegt langsam kalte Füße. Drei. Drei verdammte Snapper. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Wo gehen wir hin? Wir gehen wieder Richtung diesen... Oh, an der Tempelanlage. Da waren noch Gegner. Die habe ich damals nicht besiegt, glaube ich, weil sie zu schwer waren. Als ich das letzte Mal da rumgerannt bin, waren die zu schwer. Ich glaube, da waren noch welche. Oh, wow, wow. Das war knapp. Hier auf der Seite unten. Ich glaube, da waren noch welche. Eine Blutfliege. Die hilft mir nicht unbedingt. Feuernessel. Die Skelette oben hatte ich ja besiegt, glaube ich. Die habe ich besiegen lassen. Ah, Feuerechsen. Die sind immer noch scheiße. Oh, shit. Also, klar. Das sind natürlich Gegner, die ich jetzt die mir Echsenhaut geben werden. Aber kacke sind sie trotzdem. Da ist ein Varan.
Normale Warane kann ich besser besiegen. Normale Warane sind... Da ist auch ein Snapper. Yes! Oh, das sieht gut aus hier. Komm her. Yes. Yes, 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 yes. Ein Hoch auf Reptilien. Zack, zack. Zack, zack. Komm her. So. Zack. Und zack. Perfekto. So. Das können wir uns jetzt sparen, indem wir uns einfach hinporten. Wir müssen... Tempelportal nach Venus. Kein Mana. No Mana Rino. Zip. Zip, zip. Ah. So. Wie lange hat das jetzt gedauert? Etwas über eine Stunde. Etwas über eine Stunde. Mit wem muss ich da reden? Der Eremit in Jarkenda versprach dir eine antike Rüstung, wenn ich ihm dafür drei... Der Eremit. Der saß... Ja. Speichern, bevor das nachher nicht funktioniert. Wegen dem Proviant. Ja? Hier hast du den Kram. Klasse. Jetzt kann der Winter kommen. Und hier ist die versprochene Rüstung. Wow. Wow. Schick. Schick. Und jetzt ist sie Schrott. Mal gucken. Okay. Die macht weniger Schutz vor Feuer, dafür mehr vor Magie. Sieht natürlich dort deutlich besser aus. Aber naja. Okay. Alles klar. Hat sich so semi-gut gelohnt, aber egal. Haben. Haben, 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 haben. Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel Adonos, den Geist vom alten Kriegerfürst Quahodron, erweckte. Dazu gab er mir ein Schriftstück mit einer Zauberformel, die ich in Quahodrons Grab im Westen vorlesen soll. Satoras will, dass ich die Herrenhäuser der Erbauer noch etwas brauchbar an die suche. Mir fehlt das Haus im Norden, ne? Ich glaube, mir fehlt das im Norden. Das hier unten habe ich, die links unten habe ich. Im Norden das fehlt. Und ich glaube, den Rest habe ich. Glaube ich. Geistige Irrwege, ja, grüne Novize, Hammer Schnaps, die Vorhut. Er hat eine violette Steintafel aus dem Herrenhaus der Totenwächter im Süden. Eine rote Steintafel, die die Banditen als Zahlungsmittel benutzen, das Zeichen des großen Kriegers Quahodron. Blaue Tafel aus der Behausung der Priester im Südwesten. Okay. Totenwächter, Krieger.
Pfeiler hat mir Haus der Genesung im Südosten. Da steht ja die Priester und eine rote Priester im Südwesten. Totenwächter. Das haben wir. Pfeiler im Südosten. Totenwächter, Banditen, Priester. Pfeiler fehlt mir? Na, was denn? Im Südosten. Das ist doch im Sumpf. Das ist doch hier im Sumpf. Da war ich doch schon. Ha, gehen wir nochmal hin. Tempelportal. Banditenlager, Sumpf. Ich dachte eigentlich, dass wir da schon waren. Ja. Seh nix. Hat sich nicht gelohnt. Naja, ein Mini-Trank. Ist der Weg? Da geht ja nicht. Reicht doch schon. Oder war hier was mit der Truhe, dass ich die nicht öffnen konnte? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hä? Ernsthaft? Wow. Wow. Nicht looten, Anfängerfehler. Ja, eigentlich komisch, oder? Also wenn mir was nicht passiert, dann ist Lootfehler. Normalerweise loote ich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh Mann, ey. Das heißt, es fehlt nur noch der Norden. Aber da sind die Orks. Das ist nicht gut. Das sind sehr viele Orks. Sehr, sehr viele Orks. Du brauchst eine bessere Waffe. Ich habe ja sehr gute Waffen, aber ich brauche mehr Stärke. Und dafür brauche ich noch ein Level, weil ich gerade nicht leveln kann. Das ist ja, ich habe ja Waffen für eigentlich alle Werte. Ich habe jetzt 101 Stärke und für 100... Also ich kann natürlich einen Trank kaufen, dass ich temporär Stärke kriege, aber... Ich habe hier für 110 Stärke habe ich das. Oder für... Das ist Geschicklichkeit. Ich habe für 110 den Paladin Zweihänder. Zweihänder ist kacke. Für 120 den Ork schlechter. Also. Das ist doch kacke.
Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die Ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Ich weiß. Finde sie und bringe sie zu... Hier hast du etwas... Ich werde sehen, ob ich... Gut. Beeil dich. Ja, ich weiß. Das sagst du die ganze Zeit. Adanos möge... Adanos möge dich beschützen. Kann ich das eigentlich lesen? Dritte Falle wurde von Quahodron erbaut. Nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ah ja. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Manchmal. Wieder das Gleiche. Wie war das nochmal mit dem... Du sollst sein Grab finden und seinen... Ich habe dir die Worte aufgeschrieben. Mhm. Sein Grab finden. Ich habe irgendwo so ein Vieh mal, so einen Geist gesehen. Aber war das sein Grab? Ja. Banditenlager sollte ich nicht mich hier reinsumpfen. Tal. Ja. Orks. Wie komme ich an denen vorbei? Vor allen Dingen muss ich in den Tempel rein und in dem ist auch nicht lustig. Soll ich sagen, wegen dem Grab? Gerade noch nicht. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich an denen vorbeikomme. Wenn ich mich zu einem Borg verwandle. Regen in der Wüste. Ist fast wie in Dubai hier. Bin so weit gegangen. Ein Walk. Eigentlich ja nicht böse zu dir. Oh, fuck. Oh, fuck. Ups. Ich verwandle mich bei einem Tipp zurück, oder? Ach so, ich sterbe als Walk. Ernsthaft? Komisch. Das ist jetzt mal echt komisch. Kann ich nur einen von euch pullen? Nein, kann ich nicht. Kann ich Crocodile Dundee mitnehmen? Alligator Jack? Wahrscheinlich nicht. Wäre auch zu einfach.
Die sind aber auch penetrant hier. Mann! Stop that! Wenn es so weitergeht, bin ich gleich bei Alligator Jack. Abwehr gedrückt. Alter. Ich drücke Abwehren und manchmal macht das einfach nicht. Hallo? Wo sind die alle? Kannst du mir helfen? Der zuckt nicht mal. Hallo? Danke. Kann ich irgendwen denn von denen mitnehmen? Als Unterstützung? Was denn? Nee. Skip. Skibidi, skip, skip. Vielleicht ein Scheißwetter hier. Oh Mann, ey. Hey, du. Hey, du. Alles klar? Nein. Ich stehe nicht auf Hämmern. Ja, das tut mir leid. Akatosh, sag mal, was mit dem Grab? Wo versteckt sich das? Alligator Jack, der stand doch hier rum. Was? Da, wo der Troll war mit den Goblins. Da, wo der Troll war mit den Goblins. Meinst du der Troll, der Steintroll? Ravens Rüstung? Ravens Rüstung? Da, wo du die verzauberte Armbrust gefunden hast. Das
war doch unten, oder? Also da links. Ich denke, du gehst zum Eremiten und da in der Nähe, glaube ich. Zahl. Genau. Da unten. Aber hier war nicht der Troll. Nee, das meinte ich nicht. Okay. War der Troll den Berg rauf? Oder auf der anderen Seite? Ein Weltmeister. Ein Weltmeister. So viel zu was? Unzerstörbaren Rüstung. Raven wurde betrogen. Ne, die Rüstung war heile. Ich da drin halt nur nicht. Darüber. Deswegen, die Rüstung ist heile, mein Körper drinne ist nur Matsche. Ja, die Ravioli. Die Dose ist hart, die Raviolien sind komplett weich. Dabei fällt mir ein, ich hab bestimmt schon 15 Jahre keine Ravioli mehr gegessen. Nicht, dass das jetzt was ist, was man, nicht, dass das etwas ist, was man verpasst, aber trotzdem. Alter, man sieht hier nichts. So richtig schön aus der Dose. Lecker. Oh, zu lang her. Da war der Haufen Skelette. Ich glaube, ja. Glaube, nein. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe wieder zurück, glaube ich. Ich gehe wieder zurück. Ich glaube, du bist schon falsch abgebogen. Ja, das kann sein. Durchaus möglich. Ich bin da runtergegangen. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Sieht auf jeden Fall anders aus. Ich gehe, glaube ich, zurück, oder? Ich gehe komplett falsch. Oder? Oder nicht? Aha. Also einfach nur, falls ihr was... Soll ich dir was im Discord schicken? Nein, alles gut, Akatosh. Ich finde den Weg schon. Mach dir da keine Sorgen drum. Ich verlaufe mich halt ab und zu, finde tolle Dinge, guck mir die an und gehe wieder zurück.
Das war die Höhle, durch die ich durchgegangen bin. Genau. Und bin komplett zurückgelaufen. Komm, damit es auch was schneller geht. Zurück. Wir müssen irgendwo hier rechts rein. Hier auf jeden Fall nicht. Durch das Blätterwerk ist hier halt echt nichts zu erkennen. Hier ist der Eremit wieder. Da haben wir wenigstens das gefunden. Und jetzt gehen wir nochmal aufs Dach. Da hinten. Aua. Das hätte klappen können. Ich muss doch da rein, darauf, wie auch immer. Hä? Ist der jetzt rauf? Das war auf jeden Fall nicht der Weg wie angedacht, aber wir haben ihn trotzdem gefunden. Ja, das haben wir schon. So, speichern. Speichern, speichern, bevor hier gleich alles kaputt geht. Hast du das auch gemacht? Ja. Hatte ich. Der Zauberspruch. Scheinen wir, Quarore, alter Führer der kriegerischen Kaste. Warum? Sag mir, was ist dein Begehren?
Deine Rüstung habe ich schon. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Was befindet sich im Tempel Adanos? Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Mein Sohn. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jakendar gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Aha. Okay. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. You shall not pass. Gepriesenen Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Ja. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Oh shit. Hätte ich die Tafeln vorher lesen sollen? Moment. Wie die letzten drei Anführer des Rates, der fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblickt. Das Schwert. I like it. I like the sound of it. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ja, das wissen wir. Mach die richtige Antworten vor mir liegen, mach weiter. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Gesundheit. Du hast mich erweckt. Richtig. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Kriegerkaste. Aber ich kann auch Gelehrten sagen, ich kann diese Tafeln ja lesen, also... Hä? Nein? Was? Nein? Was bin ich denn jetzt? Ein Totenwächter, weil ich die Toten auferweckt habe? Muss ich das denn raten? Nicht Kriegerkaste. Was, ich bin jetzt ein Totenwächter? Weil ich ihn erweckt habe. Und wie kommt man da drauf? Wie kommt man da drauf? Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Naja, ich denke mal die Kriegerkaste. Verteidigte vor feindlichen Angriffen. Oder nicht? Wahrscheinlich sind es aber die Priester. Soll ich immer ja oder nein sagen? du kannst auch gerne einfach die Antwort schreiben. Ich hätte es lesen können, habe ich nicht getan. Aber wir wollen ja auch weiterkommen, deswegen sag's einfach. Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Deine Mutter. Die Gelehrten? Nee, warte.
Ist er ein Priester oder ein Gelehrter? Keine Ahnung. Priester? Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Deine Mutter. Wir. Quaudron, ab in die Ecke. Okay, Mama. Kriegerkaste? Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Er, oder? Wahrscheinlich die Gelehrten. Ja, macht Sinn. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Kriegerkaste. Nicht? Zack, Kopf ab. Leid vorbei. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich das nicht gewusst hätte? Hätte ich es dann zusammentragen müssen, wieder hierher, um ihm das zu sagen? Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Rimpelbim. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Machst du jetzt wieder so einen lauten Abgang, wie du gekommen bist? Die Antwort ist ja. Meine Fresse! Wieso stirbt der denn so laut? Ja, dem hatte die linke Pobacke gekniffen. Oh shit. Oh shit. Oh, das wäre so scheiße gewesen. Ja, komm, steh auf, du lebst noch. Das wäre so kacke gewesen. Tod durch Schwerkraft. Vom Speichern. Frisch gepresster Held. Der Flunder. Das war heute. Wir sind heute nach Hause gekommen und dann roch es im gesamten Hausflur nach Waffeln. Das war einfach nur fies. Der gesamte Hausflur hat nach Waffeln gerochen. Okay. Kann ich das okay. Kann ich eigentlich das mit den Herrenhäusern machen, wenn ich Raven besiegt habe? Oder muss ich das Gebiet dann verlassen? Im Übrigen muss ich vor allen Dingen erstmal
Das ist ein Scene.